Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu SimCity 4. Und genau, wir waren hier beim letzten Mal tatsächlich, hatten unsere Stadt weitergebaut, erweitert um dieses Wohngebiet hier unten. Und genau, und dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier einfach mal weiter. Aber wir müssen uns jetzt tatsächlich erstmal um unsere Probleme kümmern. Und zwar, wir haben ein Müllproblem, wie wir hier sehen. Nämlich Zorn des Sims steigt proportional zum Müllberg. Das heißt, wir müssen gleich mal in unsere Nachbarstadt gehen. Und ja, dann mal gucken, ob wir da ja noch mehr Müll von hier importieren können. Und Energie bereitstellen, Wasserkraft und so weiter. Das war die falsche Stadt. Verdammt, da wollte ich doch gar nicht hin. Nee, raus hier, los, raus hier. Nicht komplett beenden. Ohne Speicher beenden. So, dann gucken wir doch mal, ob wir jetzt hier... Wartet mal gerade. So, oh, was ist das denn? Da ist ein Industrieunternehmen. Was zur... Naja, gut, okay. Das hier in der Nähe von dem Kraftwerk mit dem Wasser finde ich aber auch sehr mutig. Das finde ich verdammt mutig. Aber gut, das ist halt... Ja, Wasserverschmutzung scheint nicht so hoch zu sein. Ne, ist noch okay. Okay, alles klar. Gut, Freunde, dann würde ich sagen, machen wir hier einfach mal weiter. Unserer ja, Supportstadt, sage ich jetzt einfach mal. Und ja, dann freue ich mich, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt hier bei SimCity 4. Ich hoffe, dass euch das nach wie vor gefällt. Wie wir jetzt hier weitermachen. Und genau, wir müssen einfach jetzt hier den Müll aus unserer Hauptstadt importieren. So, genau. Boah, schaut euch das an. Guckt euch das mal an. Wie viel Müll die Hauptstadt produziert. Das ist wirklich krass. Das ist wirklich krass, muss man sagen. Und naja gut, ich meine, wenn wir hier Müll importieren, können wir eigentlich auch Energie exportieren. Ne? Könnten wir, aber lassen wir erstmal, weil so einen gewissen Grundstock braucht diese Stadt auch noch zum Überleben an Energie. Genau, dann würde ich einfach mal vorschlagen, bauen wir noch ein zweites Müllkraftwerk gleich, wenn wir die 25.000 haben. Und ihr seht, wir sind hier ziemlich pleite. Warten wir mal noch die 3 Monate ab. 1, 2, 3. So, jetzt. Und uiuiuiui. Und ganz schnell Nachbarschaftshandel und hier Müllimport. Ach, heilige. So. Nachbarschaftshandel, Energie exportieren. Sehr schön. So, und so kommen wir auch schon wieder schneller auf den grünen Zweig hier. Mit der Supportstadt. Gut, alles klar. Wir haben ja auch... Wir haben ja... Okay. Ich weiß, warum wir so hohe Kosten haben. Deswegen. Weil ich Dödel hier die Wasserpumpen hier hingebaut habe. Na gut. Ist jetzt erstmal nicht zu ändern. Keine Sorge, wir gehen gleich zurück in die Hauptstadt. Ich muss aber erstmal nochmal das Müllproblem in den Griff kriegen hier. Und zack. Genau. Und Nachbarschaftshandel. Müll. Importiert. Wir müssen noch eins bauen. Das ist ja wohl nicht wahr. Krass, wie viel Müll die Stadt produziert, ne? Energie verkaufen. So. Ja, aber Schritt für Schritt kommen wir immer in ein immer höheres Plus. Oh Mann, und warum ist das jetzt hier? What? Nachbarschaftshandel? Energie? Nachbarschaftshandel. Energie. So, mach das mal so. Zack. Genau. Was ist denn jetzt hier los? Was ist denn jetzt hier los, sagt mal? Warum? Nachbarschaftshandel.
Ah, verdammt, da müssen wir nochmal neu reinspringen. Verdammt. Da habe ich gerade irgendwas vermisst. Verkackt. Verkackt hier. Das ist halt echt tatsächlich. Ach, wartet mal, dieses. Der Kopfhörer. Rutscht immer weg. So. Wir müssen tatsächlich unser Wasser umbauen hier. Aber dafür brauche ich erstmal Geld. Warte mal, mach mal Pause. Ja, obwohl. Wie viel kosten die? Ah, die kosten 15.000. Das ist natürlich echt übel. Ja, so. Die große Wasserpumpe bitte weiter weg von dem Kraftwerk, weil da können wir natürlich das hier abreißen. So, die große Wasserpumpe bitte einmal hier hinten hin. Ja, ist in Ordnung. So, dann eine Pause. Dann einmal so schnell wie möglich verbinden. Und dann Nachbarschaftshandel. Nachbarschaftshandel. Wasser verkaufen an sie. Verdammt. Jetzt aber. Hä? Warum das denn nicht? Achso, ist schon. Okay, ja gut. Dann. Ach, wegen Energieversorgung. Alles klar, Freunde. Ich will. Ihr wisst nämlich, denke ich mal, was ich vorhabe. Ich möchte dieses Klärwerk da oben loswerden. Wasser verkaufen. Ja, sehr schön. Okay. Ich möchte nämlich da oben unbedingt dieses Klärwerk loswerden. Und dafür muss ich meine Wasserverbindung hier hinten aufbauen. Die Wasserversorgung. So, zack hier. So. Hier können wir noch eine verballern. So. Noch eine hier aufbauen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nachbarschaftshandel. Wasser verkaufen, bitte. So. Alles klar, alles so dicht vor der Pleite hier. Aber klar, dann können wir nämlich jetzt hier auch das hier abreißen. Dadurch sparen wir natürlich auch ja, diese eine Wasserpumpe da. Nachbarschaftshandel, Wasser verkaufen. So, gut. Das ist halt das Problem hier in diesem Spiel mit den Umweltschützern. Ja, das ist echt das Problem. So, aber wir haben es ja jetzt. So, dann reißen wir die ab. So, dann haben wir nämlich ein Problem weniger. Und das hier sind ja zwei normale, ne? Die könnte man ja... Die könnte man ja theoretisch abreißen. Ja, die ersten Minuten in dieser Folge erstmal... administrativ hier. Oh Gott, was ist denn jetzt wieder los? Nachbarschaftshandel. Verkauf doch mehr Wasser, verdammt. weil das ist tatsächlich ein Grundstein für unsere ganze Stadt hier. Und deswegen, ja, müssen wir einfach aufpassen. Ne, dass wir hier nicht... zu nah hier an die Kraftwerke bauen. Das Wasser, weil die Umweltschützer legen halt die Wasserpumpen trocken. Ja, und das ist das Blöde daran. So, aber jetzt können wir hier weitermachen. So. Ja, wunderbar, dann passt das doch. Und ja, Freunde, es ist tatsächlich... seit zwei Wochen nehme ich mal wieder auf. Ich habe ja letzte Woche keine Folgen hochgeladen. Was mir auch am Ende tatsächlich leid tut. Sagt mir nicht böse, dass da keine Folgen kamen. Aber wie gesagt, ich habe ja in der letzten Folge schon erklärt, dass es einfach wegen dem Osterfest war. Und dass ich da einfach keine Zeit mehr gefunden habe, aufzunehmen. Wie gesagt, tut mir leid. Sollte auch so nicht mehr vorkommen. Aber ich denke, dass ihr dafür Verständnis habt. Weil Ostern ist wirklich auch... gerade bei uns auch sehr wichtig. Ja, wir sind zwar keine religiösen Leute, aber trotzdem möchte man halt auch ein bisschen Zeit miteinander verbringen. Also mit dem Partner. Und ja, daher kam halt diese eine Woche jetzt ohne Videos.
Aber ich denke mal, das könnt ihr verkraften. Ich glaube nicht, dass so viele Leute auch meine Videos machen. Ganz ehrlich. So, da gucken wir mal weiter. Ich glaube, wir brauchen noch zwei Müllkraftwerke und dann können wir endlich wieder in die Hauptstadt gehen. Ich speichere das Ganze mal. So. Meine Güte. Das ist gerade ein bisschen büßig hier. Aber wie gesagt, es ist ein Grundstein für alles weitere Wachstum hier. Deswegen ist das eine Arbeit, die natürlich jetzt nicht so spannend ist, aber die man einfach machen muss. Es muss einfach sein, dass wir den Müll auch aus unserer Stadt kriegen. Weil ihr habt es ja am Anfang gesehen, ne? Die Leute, die beschweren sich schon, dass die Stadt zugewühlt ist. Ja, kann ich verstehen. Also, das kann ich echt verstehen. Ich würde auch ungern in einer Mülldeponie wohnen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber... Nee, das muss nicht sein. Da hat schon eine vernünftige Stadt einen besseren Charme. So, dann mach mal schneller hier. Schneller! Du kriegst schneller die Kohle rein. Ah, zack. Wunderbar. Nachbarschaftshandel. Ich weiß, das geht jetzt voll auf die Kosten für Sepitown. Für unsere Hauptstadt. Aber ich denke mal schon, dass wir das in unserer Hauptstadt hinkriegen gleich. Schaut mal die Nachfrage. Ne? Wir brauchen Einwohner. Wir brauchen eigentlich echt Einwohner hier. Die Einwohner hätte ich gerne in meiner Hauptstadt und nicht irgendwo in einer anderen Region. Weil die anderen Regionen, die kommen tatsächlich nach der Hauptstadt. Ne, das war dann Nachbarschaftshandel. Oh, wir brauchen noch mehr. Was ist das denn? Das war dann die große Stadt. Diese Skyline ist tatsächlich dann die Hauptstadt. Ja. Und das war dann die mittleren und kleinen Wohngebiete. Das war die Auslagern in unserer Region. Das habe ich euch ja auch schon mal erklärt, ne? Dass das so quasi so mein Masterplan hier ist. Und genau so machen wir es. Aber ja, dafür erstmal die Großstadt hinkriegen. Wobei das vielleicht komplett falsch rum ist. Meine Güte, wir brauchen noch Eis, das ist ja wohl jetzt nicht wahr. Wie viel Müll produzieren die denn? Mensch, Sepitown, wie viel Müll produziert ihr? Ich bin jetzt schon seit 5 Minuten hier drin. Das ist vielleicht ein falscher Ansatz, wollte ich gerade sagen, dass wir zuerst die Großstadt bauen und dann die kleine Städte. Das bringt mich gerade zum Nachdenken. Das bringt mich gerade zum Nachdenken, Freunde. Sollen wir erst die kleinen Städte weiterbauen? Also sollen wir erst die kleinen Städte aufbauen oder die großen Städte? Als die große Stadt hier, Sepitown, weitermachen. So, jetzt haben wir es aber, glaube ich. Alter, immer noch nicht. So. Sollen wir das so angehen, dass wir zuerst unsere Region ausbauen und dann die Großstadt weiterbauen? Oh, scheiße. Schicken Sie die Wagen. Na komm. Das sollte kein Drama sein hier, ne? Nee. Das sollte kein Drama sein. Guck mal, die Feuerwehrleute. Cool. Ach nee, was ist denn jetzt? Schon wieder Nachbarschaftshandel. Na, Wasser. Okay, Wasser. So. Das ist eine gute Frage jetzt, ne? Da rödelt es gerade bei mir im Kopf. Export, so, ich glaube, jetzt haben wir es bald mit Sepitown. Mit deren Müll. Energie. Können wir noch mal ein bisschen was verkaufen. So. Das ist jetzt echt die Frage. Diese Vororte. Vororte von einer Großstadt, ne? Das wären ja dann Suburbs im Prinzip.
Sollen wir die vorziehen? Ich hatte nämlich gehofft, dass wir zuerst die Großstadt auf... Alter Schwede. Dass wir zuerst die Großstadt aufbauen. Aber... Ihr seht's ja, das Wachstum der Großstadt gerät ein bisschen ins Stocken. Ich denke, das ist eine gute Idee. Planänderung, Freunde. Planänderung. Wir kümmern uns jetzt erstmal um die Vororte. Dann ist es auch nicht mehr so eintönig. So, Nachbarschaftshandel. Haben wir's bald? Das gibt's ja wohl nicht. Da seht ihr es, ne? Was so eine Großstadt alles an Müll produziert. Schaut euch mal, wie viele Müllkraftwerke wir hier haben. Ja, wir haben wieder einen Brand. Dann bau hier halt eine Feuerwache hin. Ja, reicht jetzt. So, guckt euch diese Mülllaster an hier. Die stehen schon im Stau aus Semitown. Oh Mann. Gut, das ist dann tatsächlich eine Planänderung. Also sorry jetzt erstmal an alle, die eine Skyline weitersehen wollten. Aber ich denke mal, so ein Regionsaufbau ist sowieso in verschiedene... Ach, sehr gut, wir haben es endlich. Sowieso in verschiedene Episoden aufgeteilt. Was ist das denn hier? Von Neue Stadt. Können wir auch was importieren? Oder mach mal. Das ist sowieso, also der Aufbau geht ja immer schleppend. Ich möchte jetzt nur noch die grundlegenden Probleme erstmal lösen in der Hauptstadt. Und dann möchte ich einfach einige Suburbs erstellen. So, die halbe Folge ist schon rum, ja. Und das alles nur wegen dem Müllproblem. Weil ihr seht's hier, ne? Der Müll, der sollte jetzt eigentlich weggehen. Ah, ihr seht's, ne? Die Stadt, da war schon ordentlich zugemüllt. Sollte weggehen. Sollte weggehen. Ja, es geht weg. Seht ihr das? Es geht weg, der Müll. Ha. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Wir hatten tatsächlich ein Müllproblem. Puh. Okay, das hätten wir. Herstellungsindustrie wird nachgefragt. Gut. Das heißt, wir werden jetzt erstmal das hier so belassen. Gehen mal in diese Herstellungsindustrie. Ah nein, das ist Hightech. Verdammt, das war die falsche. Das ist die Hightech-Industrie statt hier. Ohne Speichern beenden. So. Hier ist die Herstellungsindustrie. Da würde ich nämlich gerne Suburbs aufbauen, tatsächlich. Also mittelgroße Städte. Ohne. Ja, wahrscheinlich dann tatsächlich ohne. Ah doch. Ohne Wolkenkratzer. Genau, ohne Wolkenkratzer. Einfach Städte, wo sich die Leute halt niederlassen. Ja, ja, Feuer. Ihr mit eurem Feuer. Diesmal reiße ich keinen Betrieb ab. Keine Sorge. So, dann haben wir, dann hatten sie gesagt, Wasser wollen sie haben. Dann kriegen sie Wasser. Na komm. Aber diese Suburbs, die sind, finde ich, auch schnell gebaut. Also das sind wirklich nur, ja, sagen wir es mal so. Ich würde die Gons schon gern strukturieren, aber die Gebiete sind halt, ja, einfach strukturiert. Ach, warte mal. Einfach strukturiert und hier ist wieder ein Geschenkchen. So, warte, weg. Sehr gut. Gut, dann haben wir Industriebedarf jetzt erstmal gedeckelt, wollte ich sagen. Haben wir nicht. Haben wir nicht gedeckelt. Okay. Dann brauchen wir noch eine weitere Zone. Bauen Sie da schon wieder Geschenkchen auf? Nee, okay. Es ist noch nicht Weihnachten, Leute. Doch, da bauen Sie wieder ein Geschenkchen auf. Verdammt. Zu viel der Ehre, wirklich. Ihr müsst mir keine Geschenke machen. So, was ist das denn hier? Kreis- und Sägefertigung, ja, auch geil. So, das heißt, unsere Hauptstadt lassen wir jetzt tatsächlich erstmal Hauptstadt sein. Und ich würde vorschlagen, dass wir dann hier jetzt den ersten Suburb erstellen.
aufbauen. Das heißt, diese Städte haben jetzt eine andere Struktur. Weil ihr seht, die Nachfrage ist nach einfachen Dienstleistungen. Und ordentlich Einwohnernachfrage. Heißt aber auch, dass wir hier jetzt tatsächlich einige Verbindungen brauchen. Und natürlich auch Energie und so, ne? Wartet mal, wir brauchen auch Energie und so. Das heißt, wir brauchen hier noch eine Supportstadt. Das ist jetzt gerade... Wir brauchen noch eine Supportstadt. Wo wir den Müll und so ablagern, wisst ihr? Das sieht auch witzig aus, ne? Hier ist ein Fluss und hier ist einfach mal gar nichts. Ja, aber gut, kommt. Machen wir einfach mal hier unsere Supportstadt hin. Machen wir hier mal die Verbindung. Dann auch zu Sebita. Müssen wir mal gucken, was das jetzt gleich in Sebitown ergibt. Gut, okay. Das heißt, wenn wir hier jetzt unsere Supportstadt aufmachen, dann brauchen wir ordentlich Kraftwerke. 3, 4, 5. So. Dann Müllkraftwerke. 1, 2, 3, 4, 5. Und ganz weit weg. Wasserpumpen. Einiges an Wasserpumpen. So, gut. Und dann können wir hier... verdammt. Das geht gar nicht. Hey, warum geht das nicht? Ja, okay. Müssen wir die so mit der Straße verbinden? Die Müllsorgen wir jetzt Nachbarn. Ja, genau. Mal hier weiter. Genau, da kommt jetzt hier die Leitung zum Nachbarn. Genau, perfekt. Dann haben wir jetzt noch die Wasserleitung. Ich meine, die Kraftwerke brauchen ja kein Wasser. Na, das ist ja... Gut, dann haben wir jetzt hier ganz schnell eine Supportstadt aufgebaut. Und dann können wir hier unsere, ja, unsere Einwohner hinziehen lassen. So. Entwicklung knapper Wohngebiete. Uiuiui. So. Ganz gefährlich hier. Nicht die Leitung kappen. Alles klar. Da hätte ich gerne eine Verbindung. So. Gut, und dann können wir loslegen. Dann ist das jetzt nämlich so. Ich werde die Gewerbegebiete. Nee, nicht stark bebaut, sondern hier. Durchschnittlich bebaut. Genau, mittelgroß. Und ich werde das jetzt einfach tatsächlich so lassen. Ne? Weil es ist halt... Gewerbegebiete müssen dahin, wo die Leute viel Verkehr haben. Deswegen müssen die tatsächlich auf dem Weg zu Sebitown hin. Weil wenn die Leute nach Sebitown fahren... Dann fahren die an Gewerbegebieten vorbei und das steigert die Nachfrage. Genau, und dann würde ich sagen, machen wir das einfach mal so. Deswegen, also ich werde dieses Gebiet jetzt tatsächlich einfach mal so lassen. Einfach mal standardmäßig. Ich werde den jetzt gleich noch... Ja, das sind nämlich die Suburbs. Ich weiß, die sollten eigentlich schöner aussehen, aber... Ja, das schöne Aussehen ist dann bei der großen Stadt dabei, nicht wahr? Gut, großes Polizeirevier. Ihr kriegt jetzt alles, was ihr wollt, Freunde. Ihr kriegt eine große Feuerwehr. Ihr kriegt ein großes Krankenhaus. Und Schulen kriegt ihr auch tatsächlich, ja. Aber erst, wenn die Leute ankommen. So, dann machen wir jetzt mal hier.
So groß kann dieser Suburb gar nicht werden, aber wegen der Kartengröße. Aber ich denke mal, ist jetzt tatsächlich das erste Mal auch, dass ich diese Taktik mit den Suburbs anwende. Also es kann gut sein, dass das schief geht, was ich nicht hoffen will. So, gucken wir einfach mal. Seht ihr das? Da kommt schon das Wachstum. Große Schulen bieten über... Ja. Gut, das ist eine große Grundschule. Wartet mal. Ruhig. Stopp. Langsam. Langsam. Große Grundschule. Zack. So. Wir brauchen Wasser. 6000 und den Müll bitte. Den Müll bitte weg. So. Freunde. Und dann brauchen wir eigentlich auch noch ein Bussystem. Ne, weil ich würde hier schon ganz gerne ein Bussystem aufbauen. Ja, das ist eigentlich schon zu spät. Verdammt. Ja, ist aber in Ordnung. Ist aber in Ordnung. Diese Stadt hier braucht kein Bussystem. So, was bauen sie denn hier jetzt schon? Wolkenkratzer? Nee. Habe ich etwas Schweres? Habe ich etwas Schweres genommen bei den Wohngebieten? Also, verdammt! Tatsächlich, ich habe hier das mit den Wolkenkratzern genommen. Das wollte ich natürlich nicht. So, mittlere Dichte bitte. Alles klar, das soll nämlich ein klassischer Vorort werden. Und keine Wolkenkratzer hier. Ach, guck mal. Da ist eine Mall. Mills Fleet Farm. Ja, cool. Giant Tower, was? Ah ne, Giant Tiger. Ah, okay. Gut, Nachbarschaftshandel. Müll muss weg. Wasser brauchen wir und Energie brauchen wir. Okay. Na, sehr schön. Ui. Das ist aber... Das ist aber ein krasses Gebäude für Mitteldichte. Tatsächlich, ja. Schaut euch das an. So, Freunde. Das heißt aber auch, dass wir hier bei den Steuern die Reichen und... Ja, nee, die Reichen... Ja doch, die reichen Gewerbegebiete, dass wir die hier rauslassen, genau. Dass wir uns hier auf die Ärmeren konzentrieren. Bandagenblues, da haben wir es schon. Das ging aber schnell. So, Gesundheit. Bildung. So, zack. So, Lehrerscharen streiten sich um Handvoll Schüler. Okay, das heißt, wir können die Bildung wieder runterschrauben. Wir können den dann auch mal, da das ja ein Vorort ist, können wir denen auch, so gütig wie wir sind, hier einen Fußballplatz hinstellen. Oder nee, können wir nicht, weil der zu groß ist. Eine große Grünfläche dann. Genau. Oh, schaut euch das an. Nur weil wir einen Park gebaut haben. Krass. Es ist einfach übertrieben. Was diese was die Parks in dem Spiel hier bringen. Einfach krass. Nur weil wir einen Park gebaut haben. Gut, dann bauen wir mal noch einen. Und schon sind sie arbeitslos. Guckt mal. Ja, es sind schon sehr viele Jobs hier, ne? Die hier benötigt werden. So, dann machen wir weiter. Na komm. So, so sieht das doch gut aus. Uiuiuiuiui, shit. Shit. Shit, wir haben die Stromleitung gekappt. Oh Mann. Okay. Blöd gelaufen. Blöd gelaufen. Wartet mal, ich hoffe, dass wir das jetzt noch hinkriegen hier. So, annehmen und speichern. So, haben wir jetzt hier wieder Strom oder was? Ja, okay. Wir haben wieder Strom.
Alles klar, steht wieder. Sehr gut. Puh, das war knapp. So, dann machen wir mal noch einen Park hier hin. Oh, wir haben die Folge schon voll, aber gut. Da wir jetzt so lange in der Supportstadt waren, würde ich sagen, geben wir der Folge mal noch 5 Minuten. So, dann einmal hier, zack, Park. Gefangene geben sich selbst... Oh, ich habe gar keine Polizei. Ah doch, habe ich. Okay, aber wir brauchen halt noch ein Gefängnis. Städtisches Gefängnis. Machen wir es einfach mal hier hin. So. Gut. Anzahl der Insassen 41. Okay. Und wir nehmen ordentlich Kohle ein, muss ich sagen. Ja, das ist schon... So, und die Gewerbegebiete kriegen mal große Plazas. Mal gucken, was die bringen. Bringen die irgendwas? Leider nicht, okay. Nachbarschaftshandel, Energie, 5000, zack. Ja, okay, und ihr seht's. Es wird herstellende Industrie wird nachgefragt. Oh, was ist... Boah, krass. Da komme ich jetzt aber irgendwie... Ah doch, okay. Ja, wir brauchen Herstellungsindustrie. Alles klar, dann würde ich mal sagen... Geben wir denen mal Herstellungsindustrie. So. Sehen wir doch direkt hier. So, ja, wir brauchen so viel Industrie gerade. Dann baut man auf hier ja voll. Schau ich das an. Sehr schön. Und ja, Freunde, dann hoffe ich, dass euch das neue Konzept hier gefällt, dass wir uns jetzt hier erstmal Suburbs aufbauen, tatsächlich. Für die als Unterstützung quasi für die Hauptstadt. Weil ihr habt es ja gesehen, die Hauptstadt, die ging ein bisschen schleppend und das ging mir auch im privaten Spielen so, dass die Hauptstadt irgendwann nicht mehr gewachsen ist. Egal, was ich gemacht habe. Ich denke, das liegt einfach daran, dass wir nicht genug Bevölkerung in der Region hatten. Ja? Und deswegen, ihr seht es ja, was da an Industrie schon nachgefragt wird. So. Der wollte wieder Kraftwerke haben oder was? Dann gebe ich euch mal eins. So, zack. So, und dann würde ich sagen, Schwerindustrie wird Ach Gott, Freunde. Mach das weg. Schwerindustrie wird hier gebraucht. Dann würde ich sagen, machen wir das einfach. Und hier. Na? Achso, wegen einem Ding jetzt oder was? Ah, toll. Ah, wartet. Dann verbinden wir die halt hier drüber. So. So, Industrie ist nachgefragt. Sehr gut. Also, Industrie ist bedient. Okay. Dann gucken wir nochmal hier nach dem Suburb. Dann sollten die ja jetzt eigentlich alle arbeiten können. Na, wartet mal. Ich mach mal... Machen wir mal mehr Verbindungen in die Industriestadt rein. Mal gucken, was sie hier... So. Sollten sie sich doch jetzt eigentlich nicht mehr beschweren. Okay, dann... Machen wir mal mehr... Oha! Die haben gar kein Wasser, die Gewerbegebiete, und haben es aber trotzdem aufgebaut. Ja, das ist natürlich krass. Die haben Gewerbegebiete aufgebaut, obwohl kein Wasser da ist. Das finde ich krass. Aber okay. Warum sind sie verlassen? Nee. Die sehen einfach so aus, okay. Gut. Dann machen wir mal hier weiter. So. Zack. Da kommen sie auch schon. Aber, hey, wieder falsch, wieder falsch, wieder falsch, wieder falsch. Das ist so ein Reflex von mir.
dass ich immer direkt die immer direkt die großen Sachen aufbaue. Ja, das ist jetzt natürlich blöd gelaufen. Ah. Geschenkchen wieder hier. Das ist jetzt natürlich blöd gelaufen hier. So. Ich baue immer aus Reflex schon die großen Sachen. So. Mach hier einfach mal einen Park hin, würde ich sagen. Hier, große grüne Fläche. So. Und dann hier auch nochmal. Genau. Und dann hier einmal etwas Kleines, damit wir hier schön die Fläche nochmal besetzt kriegen. So, ja, dann haben wir jetzt hier unseren schönen Vorort. Unseren ersten Vorort bei SimCity 4. Wir sind auch schon bei 35 Minuten. Ja gut, kommt. So. Zack hier. Wunderbar. Gut. Wir haben hier jede Menge Sachen, die wir bauen könnten, aber wir brauchen noch erstmal die Einwohner. Guckt euch das an. Wir brauchen Reiche. Wir haben ja gerade keine Reichen. Brauchen wir vielleicht eine große weiterführende Schule, wa? So, mach mal hier. Genau. Ja, guckt euch das an. Sehr gut. Was brauchen die noch? Ich denke mal, die brauchen Bushaltestellen, ja, weiß ich nicht. Vielleicht kleine Parks? Oh, die Lehrer nehmen Streik. Ups. Upsala. Gesundheit und Bildung. Ja, die Bildung hoch. Ja. Dann brauchen wir Wasser. Okay. Ja, okay. Müll ist weg. Neue Uni. Würde ich gerne. Hätte ich gerne, muss ich sagen. Die Uni, die Uni, die Uni, die Uni. Universität. Ja. Das ist nämlich auch tatsächlich von Vorteil, wenn wir hier eine Uni aufbauen. Weil je mehr Unis, desto besser. Ja, guckt euch das an, seht ihr? Eine Stadt ohne Rathaus ist leer. Ja, dann bau halt hier ein Rathaus hin. So. Bürgermeistervilla. Stimmt, haben wir ja auch noch. Bürgermeistervilla. Bauen wir denen mal die ganzen Sachen hier hin. So, als letzte Aktion für dieses Video. Ja, das ist eine gute Idee. So, dann haben wir hier noch den Radiosender. Grabesnöte. Friedhof. Machen wir den Radiosender da weg. Dann machen wir den Radiosender weg und nehmen wir den Friedhof hier hin. Na verdammt, geht gar nicht. Mist. Ah, okay. Nicht schlimm. Den Radiosender. Genau. Ich bin gerade am Überlegen, wie ich das mache. Mit dem Friedhof. Wartet mal, weil der ist ja schon ziemlich groß, muss ich sagen. Der Friedhof. Ja, zack. Dann haben wir doch erstmal alles, ne, glaube ich. Dann haben wir erstmal alles. Gut, Freunde. Dann sind wir auch gleich durch mit dem Video. So, geben wir denen hier nochmal eine Straße. Und hier nochmal, was soll es, einen kleinen Park. Beziehungsweise eine mittleren grünen Fläche. So. Wunderbar. Gut, Freunde. Dann würde ich einfach mal sagen, jo, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Das ist gerne weiter den Kanal. Und ja, wie es hier weiter geht, sehen wir dann beim nächsten Mal. Und ja. Da würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.